Data Researches. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik und Professor für industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches Vlog beleuchtet Professor Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Heute geht es bei Data Researches um Datenqualität. Heute würde ich gerne über ein ganz fundamentales Thema in der Datenökonomie sprechen. Nämlich darüber, was Daten eigentlich sind und vor allen Dingen, wie sie sich von Informationen abgrenzen. Zum anderen, was Datenqualität ist und was der Wert von Daten mit Datenqualität zu tun hat. Wenn wir mit dem ersten Punkt anfangen und uns um die Definition von Daten kümmern, will ich ein Beispiel nennen. Und zwar das Beispiel 31793888. Was wir hier haben, ist ein Satz von Zeichen, nämlich 9 numerische Zeichen, die einem so eigentlich gar nichts sagen. Diese Zeichen werden durch Syntax oder durch eine Codierung zu Daten. Denn durch die Codierung, dass wir genau 9 Zeichen haben und dass es sich nur um numerische Zeichen handelt und diese Zeichenfolge einmalig sein muss, werden diese Zeichen zur sogenannten DUNCE Number. Die DUNCE Number ist ein Identifikationsschlüssel für Organisation im Geschäftsleben. Also wenn man mit jemandem Geschäft machen will, beispielsweise von einer Unternehmung etwas kauft, dann erfordert man häufig diese eindeutige Nummer. Und die Nummer, die ich eingangs nannte, ist die DUNCE-Nummer der Fraunhofer Gesellschaft. Wenn also ein Industriepartner mit uns ein Forschungsprojekt starten will, dann gibt er häufig die Anforderung heraus, diese DUNCE-Nummer zu benutzen. Und so werden halt aus Zeichen über eine Codierung, über Syntax Daten und über den Verwendungszweck, nämlich mit jemandem ein gemeinsames Projekt zu starten und dafür eine vertragliche Vereinbarung zu schaffen, Informationen. Diese Informationen kann man dann verwenden, um Wissen zu generieren. Beispielsweise könnte dieser Industriepartner sich fragen, naja, wie viele Aufträge haben wir denn gemeinsam mit Fraunhofer über diese letzten 3 Jahre gemacht? Und dafür kann ich eben halt diese Nummer verwenden, um alle Aufträge mir geben zu lassen. Wir sehen auch an diesem Beispiel, dass Datenqualität ein ganz entscheidender Punkt ist. Datenqualität ist etwas diffizil, weil es ein sogenanntes multidimensionales und kontextabhängiges Konzept ist. Multidimensional heißt, dass wir nicht eine einzelne Eigenschaft haben, die die Datenqualität vollständig beschreibt, sondern eben verschiedene Dimensionen. Beispiele dafür sind Aktualität, ist diese Nummer noch die richtige, Konsistenz, habe ich die Fraunhofer Gesellschaft in allen meinen Systemen mit der gleichen DUNCE-Nummer verschlagwortet und eben auch die Verfügbarkeit, habe ich überhaupt Zugriff auf diese Nummer. Und insofern wird aus der Summe dieser Dimensionen dann das, was man kontextabhängig, beispielsweise wenn ich einen Projektforschungsauftrag anlegen will, eben halt als Datenqualität empfinde. Interessant wird der dritte Punkt, dass der Wert von Daten in ganz vielen Fällen direkt abhängig ist von der Datenqualität. Also diese beiden Dinge stehen in positiver Verbindung, in positivem Zusammenhang miteinander. Und üblicherweise ist es so, dass je höher die Datenqualität ist, auch der Wert der Daten steigt oder höher ist. Was interessant ist dabei, ist, dass der funktionale Zusammenhang in vielen Fällen nicht ganz klar ist. Man weiß nur, dass er besteht, aber eben nicht genau, wie er aussieht. Und das zu erforschen und letzten Endes Verfahren zu entwickeln, die über die Datenqualitätsmessung auch auf den Wert der Daten schließen können, das ist ein ganz spannendes Forschungsthema und daran arbeiten wir am Fraunhofer ISST in Dortmund.